Hallo und herzlich willkommen bei diesem stürmigen Wetter zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir haben gesagt, wir starten hier wieder. Ich habe, wie letztes Mal besprochen, die Beschwörung gelernt und lieber Schwan, die sind schweineteuer, die werden wir gar nicht zaubern können. Ich versuche es aber direkt mal aus Spaß mit einem Conjure Lord oder Netherlich. Ich glaube, da reicht nicht das Mana. Nee. Also er ist so teuer, dass obwohl ich mich auf Mana geskillt habe, mir fehlen noch 300 oder so. Ja, das bedeutet, anders ausgedrückt, muss noch ein kleines bisschen sparen. So, wir machen es jetzt aber auf, wie versprochen, zu den Tempeln oder zumindest zu einem der Tempel. Ich vermute, dass da oben ein Knochen-Golem sein wird. Gerade bei dem Wetter ist das an sich eine ziemlich bescheuerte Idee, dahin zu gehen. Aber wir machen das trotzdem. Das ist mein Falke nur. Ah, Mine oder Erz. Wir sind ja gut ausgerüstet. Also wir werden eigentlich nicht viel besser mehr werden können. Klar können wir noch ein paar neue Zauber lernen. Wir haben noch haufenweise Perks und Skilltree und so weiter, aber rüstungstechnisch haben wir das maximal rausgeholt. Gut, jetzt werden mir mal einige widersprechen. Ja, Moment. Man kann doch da auch einen Trank trinken, der Schmiedefähigkeit erhöht und dann also schmieden, was die Trankfähigkeit erhöht. Und das kann man prinzipiell unendlich fortsetzen. Das stimmt, da habt ihr recht. Aber man muss das nicht machen. Also, so krass ist es nicht. Wer es gerne möchte, natürlich geht das. Das ist ein Nirnwurz, würde ich sagen. Bei dem Wetter, ne? Ein Zauber, der mir eine bessere Sicht zum Wetter gibt, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ist egal, ein echter Held lässt sich nicht von widrigem Wetter aufhalten. Irgendwo werden wir hochkommen. Wir laufen jetzt einfach mal rum. Es wird irgendwo einen Weg hochgeben. Da liegt ein toter Wolf. Gut, Fuchs. Hiermit. Huch. So, gucken wir mal. Ich will erst eine Stacht nebenbei, ich habe Lolita ausgewählt. Aber da gleich noch eine runterkommt. Gut, alles tot, sehr schön. Gewetztes altes Nordschwert der Kälte, ja, nehme ich. Nix. Ja, den Ring können wir nehmen. Es wird aber noch nicht alles gewesen sein. Das waren nur ein paar Wachposten, behaupte ich mal. Ich glaube, er sieht mich. Da. So, ne. Aber die Pfeile immer gern. Meine Intuition sagt mir, dass sie gefährlich wird. Die haben mich ja gesehen, obwohl ich noch ganz Strom fahren muss. Huch! Warum hast du das ja die Kämpfe mehr? So, ich habe keine Mana mehr. Also, mach's wie du immer. Stirb. Ah, oh, da ist ein Heilzauber drauf. Du Wicht. Hm, ihr habt gute Ausrüstung. Komm mal her. Ich will deine Ausrüstung haben. Ja. Nein, nein, bleib hier, du Torso. Das geht gerade so noch, das brauchen wir nicht. Boah. Schöne Sachen. Okay, links. Das ist das Tempelgebäude hier. Aber hier ist auch noch was. Hast du mich gesehen? Riechst du mich?
So, da hinten ist aber auch noch so ein Freund. Wohin bewegt er sich? Bumm. Okay. Ja, nein. Ja, 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 ja. Okay. Ach, ein Knochending. Das heißt, hier kommt gleich ein Knochengolem raus. Evil Twin werden wir brauchen. Den bringt nichts. Kann ich mir nicht leisten, würde ich auch gerne mal testen, den Echo Witch. Ein Seltstone. Ja. Alles andere hätte mich überrascht. Ja, aber wir waren ja schon vorbereitet. Schon, warum schon? Wow. Ja, genau, tränkt ihn zurück. Ein kleiner Druck. Kann ich mir das nicht sparen? Ich will das auf beiden Händen. So. Geht doch. Sehr schön. Das haben wir doch gut gemacht. Lief doch super. So, ich mache mal Kerzenschein. Eher für euch als für mich. Ich weiß, dass auf deiner Aufnahme bei solchen Wettern nicht gut zu sehen ist. Ich denke, jetzt bin ich weit genug aus der Gefahr, dass mir hier was Großes passiert. Also wenn man die besiegt, ne, dann kriegt man was. Da ist noch eine Kiste. Wirklich nur zwei Zwergmumien? Meistens sind es drei. Okay, dann machen wir nur zwei. Boah, der Trabogen. Sehr hübsch. Ja, das lohnt sich. Den nehmen wir nicht mehr. Nee. Control Lightning Emmet Bone Colossus, ja. Den lerne ich am besten gleich mal. Dann brauche ich den später nicht zu lernen. Conjure fängt mit C an. Nach aller Kenntnissen der Sprache. Stopp. Hier ist nichts mit C. Ach, Spelltom. Ja, okay. Ich kenne ihn bereits gut, dann können wir es später verkaufen. So, da drüben ist ja eigentlich der originäre Tempel. Ich nenne es jetzt mal Tempel in der Mangelung eines besten Begriffs. Gucken, ob da noch was auf uns zukommt. Solange wir in Schleichmodus sind, wenn die hier gerade dann irgendwie kommen, kann man die ja auch mal nett erdolchen. Er sieht mich. Komm. Wow, der hält viel aus. Oh, der ist nicht allein. Wie viel sind wir denn mittlerweile? Drei. Das ist eine gute Gelegenheit, Zauber zu trainieren. Hat er sich aufgeladen, der Deutsche? Perfekt. So, passt mal auf, was wir machen. Berührung des Todes. Und dann... Blend euch. So. Ist auch ein Mistfaktischer Zauber? Okay. Gedacht.
Kostet ein bisschen viel Mana. Gut, okay. Kämpfen wir halt richtig. Haha, du schwebst in der Luft jetzt wieder. Und jetzt noch gleich hin. Okay, machen wir lieber vor sich halten. Ne? Gut. Was hast du denn? Mhm. Ja, geht. Geht. Das auch definitiv nicht. Oh, kurz rechnen? Nö. Denkst du, ich hab dich getötet, damit du wieder aufstehst? So. Kerzenschein. Wundertrunk der Stärke. Waffe der Sonne und des Mondes, das klingt nach Questzeugs. Tintenfass brauche ich nicht. Hyniendrils Tagebuch. Erster Sonnenaufgang, vierte Ära, Zeit oder 201. Laut Meisterin Elaine wurde der Start des Chaos von Loreth angefertigt und über Generationen hinweg weitergegeben, bis er von Jagartan gestohlen und schließlich vom ewigen Champion in tausend Stücke zerschmettert wurde. Die Stücke mögen für immer verloren sein, doch es heißt, dass Jahrhunderte später ein Nachkommen Loreths versuchte, ihre Magie nachzubilden. Das Ergebnis waren die Waffen des Chaos, magische Stäbe, mit der Macht der Sonne und des Mondes. Doch eines Tages zerlegte der Magier die Stäbe und raubte ihnen die Kraft, da er glaubte, sie seien von einem unbekannten Wahnsinn befallen. Meine Meisterin war besessen von den Gedanken, diese Artefakte wiederherzustellen, und je zu Ehren habe ich mir diese Aufgabe ebenfalls zu eigen gemacht. Wenn ich nur mit ihr sprechen könnte, dann wüsste ich, was ich als nächstes tun muss. 17. Regenhand, 4. Ära 201. Dank meiner verstorbenen Meisterin weiß ich nun, wie ich vorgehen muss. Als ich ihre Sachen durchging, fand ich eine Zeichnung der Halskette, die sie oft trug. Im Gegensatz zu ihrem Schmuckstück sitzt in der Mitte des Amuletts jedoch eine flammende Kugel. Wenn es wahr ist, dass man mit Loreths Magie zu fernen Welten reisen kann, ist diese Kugel womöglich ein Siegelstein. Das passen wir mir auch ein. Okay, wenn meine Vermutung stimmt, könnte dieses Element vielleicht auch in den Stäben fehlen. 22. Regenhand, 4. Ära 201. Mit neuer Hoffnung stöberte ich in den Archiven von Winterfest und fand heraus, was als nächstes zu tun gilt. Ich muss Daedra herbeirufen, die Wächter der Siegelsteine. Am östlichen Ufer der Himmelstempelruinen befindet sich ein Altar, der ein daedrisches Symbol trägt. Vielleicht kann ich dort die Beschwörung durchführen. 28. Regenhand, 4. Ära 201. Ich habe einen herben Rückschlag erlitten. Der Regen, der zur Aktivierung des Beschwörungskreises benötigt wird, wurde zusammen mit meiner Meisterin bestattet und die habe ich törichterweise in die Heimat ihrer Vorfahren verschifft. Sie hätte mir ihren Ring sogar geschenkt und ich habe sie für rührselig gehalten. Jedes Netzgelee hat mehr Hirn als ich. Aber es führt ja zu nichts, sich zu beklagen. Der Name des Schiffs war Seehengst. Vielleicht kann ich es abfangen, bevor es ablegt. Zweite letzte Saat, 4. Ära 201. Der Kurier ist noch nicht zurück. Ich fürchte langsam das Schlimmste, dass das Schiff den Hafen bereits verlassen hat, bevor mein Brief eingetroffen ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich habe nicht viel geschlafen und bilde mir schon ein, irgendwelche knarzenden Geräusche zu hören. Ich wünschte, meine Meisterin wäre noch im Leben, um mich an ihrer Weisheit teilhaben zu lassen. Angeblich gibt es beim Pass nach Süden ein Schrein von Arkai. Morgen früh werde ich dort um eine Antwort beten. Gut, das wollte ich aber mitnehmen. So. So, jetzt mache ich das, was ich sehr gerne vergesse. Quests, die ich habe, auch anbinden. Weil das Spiel macht das nicht von alleine. Zack. Nimm die Artefakte. Okay, das kriege ich, denke ich, hin. Das fehlt noch. Zeichen des Hexmeisters. Abgeschossen. Suche nach Informationen über die Seehengst. Gucken wir gleich nochmal nach. Hm. Ostkaiserliche Handelsgesellschaft, okay. Das ist ein ganzes Stück weg. Das machen wir bei Gelegenheit. So, Dietrich Gold. Brauchen wir nicht.
Ja. Nein, Ruhe geht, geht. Nein. So, schleichen wir mal rein. Wie, kommt schon, Leute. Na, kommt da jemand raus? Noch wieder so ein Referenzmaterial. Ist mein Dolch immer noch voll? Hoffentlich. Wartet mal, das müsste ich mal nachschlagen, ehe ich das den einstecke. Das war schwer zu sagen. Ich würde sagen, wir trainieren ein bisschen unsere Zauber an dem. Hat nicht ganz so viel gebracht. Ich liebe Zeitlupe. Komm, stirb. Tschüss. So. Boah. Gut ausgerüstet war der Kollege, ja. Hey! Lehrling kriegen wir auch auf. Zack. Hm, noch eine. Horus Wasserflucht. Ja, können wir einfach mal lernen. So. Nee. So. Regeneration, was haben wir da? Vor den Zeitalter der Menschheit. Nehmen wir mal mit. Regenerationsding auch nicht verkehrt. Naja, wir brauchen wieder ein bisschen Licht. Das war's dann wohl auch schon. Okay. Blind. Die haben wir da noch gar nicht. Doch, das ist die. Okay. So. Gibt es aber, glaube ich, noch mehr. Mit ziemlich sicher. Links ist noch das Ding. Wir hatten vor uns noch eine andere alte Ruine gesehen. Und da, guck mal, geradeaus nach Norden ist eine Höhle. Da wollen wir jetzt hin. Definiere ich jetzt einfach mal. Mein Gott, wirklich schlimmes Wetter. Ich gehe trotzdem mal Schleichmodus, gerade bei dem Wetter. Will ich nicht überrascht werden. Oh, hier. Kann man noch mitnehmen. Da rennt was rum. So ein Hase, glaube ich. Das ist ein Walross, ein Hawker. Was ich an Hawkers anschleichen kann? Tja, nicht so ganz anscheinend. Da kommt die Art von Hawkers. Gut, lasst uns böse sein. So. Mhm. Ist nicht wirklich Verwendung für. Ja, Hawker-Zähne primär zum Geld. Ah, Erz, Eisen würde ich sagen. Ja. Animation ist mir ein bisschen zu lang, immer, muss ich gestehen. Ah, Schlachterfischeier?
gucke halt auch mal ein bisschen rum, ob wir noch irgendwas anderes sehen. War wirklich brutal weit im Norden, ne? Was vom Gefühl, ne? Wenn wir jetzt gleich so ein Eisleviathan aus dem Boden. Da ist ein Schiff. Lasst uns bevor wir in die Höhle gehen. Vielleicht nochmal zu dem Schiff erstmal gehen. Es wird der Wunsch aus Langeweile da sein. Septimus Signus Außenposten. Das ist wirklich ein Außenposten. Wie weit ausgeht. Ah ja. Nichts. Dahinter geht es sogar noch weiter. Okay. Wir gehen jetzt aber erstmal erst hier rein. Okay. Da sehen wir schon was. Oh, Schwema. Ist die Frage aller Fragen, ist der gut oder böse? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass nicht alle böse sind. Jetzt geht's schon. Okay. Hi. Grabt, wie mehr in der anderen Ach, Welt. Du bist das. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse lüften und mich in eure Tiefen emporschwingen. Ah ja. Was führt euch an diesen abgelegenen Ort? Ah, das Eis kerkert das Herz ein. Der Fluch von Kagrenatz und Dagot Ur. Ja. Es zu meistern heißt, das Wissen zu besitzen, die Fundamente, die Dwemer-Schatulle verbirgt es vor mir. Die Schriftrolle der Alten verschafft Einblicke, die tiefer sind als die Tieflinge, um die Öffnung herbeizuführen. Ihr habt eine Schriftrolle der Alten? Hier? Nebenbei, für diejenigen, die zu den Plot nicht kennen, die Schriftrolle der Alten ist ein unglaublich mächtiges Artefakt. Ich habe genug gesehen, um ihre Struktur zu erkennen. Die Krümmung der Luft, die Faltung der Zeit. Aber nein, eine solche besitze ich nicht. Ist alles in Ordnung? Oh, ich bin wohlauf und werde wohl wohlauf sein. Dem Willen dieser Wände zum Wohlgefallen. Gott, ist der gestört. Okay, wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun, hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus, Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Naja, das ist nur höflich. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen oder nicht? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Na, was wollt ihr? Seht dieses Meisterwerk der Dwemer und ihre größten Geheimnisse. Tief darin. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dwemer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Schwarzweite. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer-Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und dürrt geheimes Wissen. Und wo liegt diese Schwarzweite? Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von Sarg, Alfdant. Der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung.
steigt ins tiefste Tief hinunter. Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Boah, redet ihr wirklich? Okay. Wie lange ich hinein? Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dremer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dremer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sark und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus. Er weiß, dass ihr es wissen könnt. Boah, kompliziert. Gott, doch, diese Lexikonwürfe. Okay. Okay, was mache ich mit dieser Kugel? Die tiefsten Türen der Dremer lauschen dem Gesang. Sie spielt diejenigen Noten, die der Öffnung dienen. Hört ihr es denn nicht? Ist es zu leise für eure Ohren? Was mache ich mit dem Würfel? Ein Blick auf die Welt im Inneren einer Schriftrolle der Alten kann die Augen schädigen. Oder auch den Verstand. Wie im Falle von Septimus. Die Dremer fanden ein Hintertürchen, so wie immer, um das Wissen zu fokussieren, heraus und hinein, ohne Schaden anzurichten. Legt das Lexikon in ihre Vorrichtung und lenkt den Fokus der Kenntnisse dort hinein. Erglüht es dann in hellem Schein, so bringt es zurück. Auf das Septimus von neuem lesen möge. Was ist deine Schriftrolle der Alten? Seht ihr nach links, blickt ihr in eine Richtung. Seht ihr nach rechts, blickt ihr in die andere. Doch keine davon wiegt schwerer als das Gegenstück. Doch die Schriftrollen der Alten im Strom der Zeit blicken sie nach links und rechts. Zukunft und Vergangenheit sind eins. Manchmal blicken sie gar nach oben. Was sie dann wohl sehen? Was wäre, wenn sie untertauchen? Oh, dann beginnt der Wahnsinn. Wozu braucht ihr die Schriftrolle der Alten? Ohoho, wie achtsam, wie schlau es ist, Septimus zu fragen. Diese Dremer-Schatulle, betrachtet sie und rätselt. In ihrem Inneren ist das Herz einer Gottheit, euer Herz und meines. Doch es wurde versteckt. Nicht von den Zwergen, wisst ihr. Die waren bereits fort. Es war jemand anderer. Unbemerkt. Unbekannt. Er fand das Herz und dann mit einem Gespür für Ironie bediente er sich zwergischer Tricks, um es wegzusperren. Die Schriftrolle gewährt die tiefe Sicht, die zum Aufsperren notwendig ist. Denn nicht einmal die stärksten Machenschaften der Dremer können der allumfassenden Sicht trotzen, die eine Schriftrolle der Alten verleiht. Okay. So, sein Eigentum hier alles. Okay. Lesen darf ich ja. Also, ein Spellturm.
Hat Haufen Bücher, die ich nicht kenne. Das sieht man an den Farben. Okay, also er ist Fachmann in dem Gebiet, kann man wohl sagen. Gut. Habt Dwemer in der Anderwelt. Ich werde eure verlorenen Geheimnisse. So, er lässt uns also hier noch einen Schrein dadurch. Also, es ist ein guter Zeitpunkt, denke ich, für heute Schluss zu machen. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, ob ihr einiges verstanden habt, was erzählt hat der Kollege. Ich fand es doch schon ganz schön kryptisch und verwirrend. Wie wären denn eure Gedanken dazu? Was erwartet uns? Und ja, nächstes Mal machen wir weiter. Ich glaube nicht bei den Twemern. Das wird hier wohl nicht in der Nähe sein. Das sehe ich gleich nächstes Mal bei den Questmarker. Aber wir kommen darauf irgendwann zurück. Ja, bis dahin sage ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. Gerne könnt ihr einen Kommentar oder ein Like da lassen oder beides. Abonnieren hilft natürlich auch, falls ihr noch nicht habt. Und dann seht ihr auch, wie es dann hier die nächsten Male weitergeht. Und ich sage bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und mögen euch die Gaming-Götter Holz sein. Tschüss!